Geht, was geht, was geht, was geht? Wir gucken uns jetzt ein Video an, wo Barello unter anderem erzählt, dass er sich ein bisschen auf Social Media zurückzieht. Ich habe gesehen, Digga, der streamt jetzt auch mittlerweile ein bisschen weniger und so, weil er meinte, er will sich auf andere Sachen fokussieren. Und was genau der Beweggrund ist, gucken wir uns auf jeden Fall jetzt an. Gucken wir uns an. Geh mal rein. Ibo, ich habe eine Frage. Wie alt bist du, Ibo? Hm? Wallahi, weiß ich nicht. Du, Digga, der ist schon wieder wo ganz anders, Digga. Kann sein, dass ich vielleicht älter als Yasser bin. Okay, das ist krass, Wallah, das ist krass. Was bist du heute? Ja, und du? Nein, ich frage nur nicht, dass die Leute bei Ding was kommentieren, deswegen. Hast du? Nein. Warum nicht? Digga, geilste, wo der letztes Jahr nicht gefastet hat, Digga. Doch, er hat doch gefastet. Nein, weil er gesagt hat, er fastet nicht, Digga. Warum fastest du nicht? Ich faste mit dem Herzen. Ja, ist auch Fastenkrieg. Ey, das war ein Geisteskrank, ehrlich. Aussage des Jahrhunderts, ne? Dann fragt eine Frau nicht, ob sie fastet oder nicht. Du hast mich doch selber gefragt, hä? Ja, aber du bist ein Mann, ich bin eine Frau. Hä? Lava, hab ich auch noch nie gehört. Ah, danke für diese Frage. Ah, ich weiß warum auf jeden Fall. Ey, was kommentieren die Leute da? Bei dir herrscht keine Gleichberechtigung, wa? Kann das sein? Ey? Ist aber was anderes. Wie, was anderes? Komm ich an, wenn ich mit dir rede. Der Mann fastet im Herzen. Ey, ich hab dir jetzt nicht gesagt, du sollst bei mir reinkommen und die Kommentare laut vorlesen. Aber du hast doch gesagt, ich soll sie lesen. Das macht man nicht, das macht man nicht. Du fastest im Herzen, ist krass, Digga, ehrlich. Nicht, du, hör auf damit. Hör auf zu provozieren, Ecke. Sonst ruf ich deinen Papa an. Oh, ich hab so Angst bekommen. Oh, echt jetzt? Cringe. Du bist Grinch, Wallah, du bist richtig Grinch. Ey! Digga, der ist so ganz anders, Digga, der hat auch Knacken. Abu Dhabi, stell dir mal vor, du bist live mit jemandem, Digga, und bist so von kleinen Kindern fertig geworden, Digga. Ich kann das alles hier, ja. Das ist heftig, Digga, ehrlich. Wir halten Hass, Digga. Abu Dhabi, hier! Das ist heftig, ne? Digga, der wird einfach geopfert, kurz, ne? Was sind das hier, Kinder? Junge, Alter, heftig. Die Jugend von morgen. Barallo. Punkt 2. Umut. Punkt 3. Chica. Punkt 4. Leute, die er packen will? Punkt 5. Designer aus Dings. Wer ist er nochmal? Aus Hannover. Wie meinst du genau A, B? Das würde mich interessieren. Krasse, Rasim. Wie? Punkt Nummer 6, Barella. Punkt Nummer 1. Aus links. Alexalam. Abibi, aus links. Also super. Der Bruder ist da am Vlog, Digga. Ihr checkt nicht, Digga. Superstar. Sag mal, dieser Hamid, Hamikan, ich werde eure Mutter. Oh. Ist dir mal aufgefallen, der hat Nummer 6 gezählt, dann fängt er wieder an. Ja, ja, doch eins, hä? Noch nie sowas gehört, Digga. Ganz komische Zählung, ja. Ihr euch alle, wenn ich euch meinen Finger kriege irgendwo und irgendwann, ich verspreche euch, mit Punkt und Stempel und Siegel. Ich werde nur noch eine Woche, zwei Wochen Sünden machen und danach werde ich mich komplett distanzieren von Social Media. Ich werde mich mit Islam beschäftigen. Boah! Also heißt das, er sündigt nicht außer von Social Media? Digga, er will nicht mehr so viel sündigen, Digga. Nur noch zwei Wochen, Digga, hat sich Deadline gesetzt, danach hat er auf, Digga. Checkst du? Viel Erfolg. Das ist auch wichtig, ne? Man muss sich Deadline setzen. Viel Erfolg. Und ich werde Islam studieren und inshallah werde ich ein Hodja. Tschüss. Junge, wenn du das machst, darf ich... Digga, wenn Barello Hodja wird, ist geisteskrank, ehrlich. Dann ist wirklich nichts mehr in diesem Leben unrealistisch. Krasse Entwicklung. Ja, lass deinen Weg segnen, Bruder. Barello. Ich hab wirklich vor, alle Frauen zu entfolgen, alle mit Frauen nichts mehr zu tun haben, mich von Fitner distanzieren und Töbe machen. Töbe, sag mal, ne? Töbe machen. Töbe, ja. Also weißt Töbe du? Werde ich machen, Bruder, und ganz ehrlich, ich werde mich... Und deswegen habe ich auch mein Bad machen lassen, Bruder. Wallah, das ist aus Sunna, ich werde so. Inshallah wird er so, wie du dir vorstellst. Inshallah, Bruder, ne? Danach werde ich beten und so. Wallah, ich bin dir ehrlich, ne? Was momentan angeht, ne? Momentan, ich rede von momentan, nicht von früher und so. Aber momentan, du hast dich auch sehr gut verändert. Momentan und so ist Brado mein Vorbild. Ah, dieser Brado, Digga, der hat ja auch voll den Umswitch gemacht, ne? Der ist doch jetzt zwei religiös geworden und so. Brado, wie ist in welcher Ecke kam die nochmal?
Wiesbaden da, glaube ich. Nee. Nein, links da. Dicker Busch. Dicker Busch. Wer? Corrado. Also der beste Freund von Mero früher. Also der sich mit Islam beschäftigt hat und so. Okay, ich kenne ihn. Aber krass, Digga, wenn Barreto das wirklich macht, Digga. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, ehrlich. Ob er das auch wirklich so durchzieht oder ob das nur leere Worte sind, wie wir das schon oft von diesem Mann gehört haben. Man weiß nie, ne? Habibi? Was hey, sag ich doch gerade ganze Zeit. Da will ich jetzt sein Habibi, ja? Digga, wie schnell geht das? Digga, bei ihm geht schnell, Digga. Viel Druck, viel Druck, viel Druck. Ey, Michi, danke für den Raid. Ey, Michi, danke für den Raid. Ich hoffe, dein Stream war wunderbar. Es geht ab. Ich sag es auch so, hab ich chill, Mann. Sag Wallah. Wallah. So nicht, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht, dass die Leute das hier falsch verstehen. Heutzutage sagt man zu jedem Habibi. Nein, ich weiß schon, wie du es meinst, Wallah. Ja, Digga, bei ihm, Digga, der verliert sich schnell, ne, auf Echtzeit. Ja. Danke. Ich bin 21. Ja. Junge, was für... Ich klär mir Hamza, was labert ihr schon wieder? Was? Ui? Esra klärt sich Hamza. Nein. Ich werde dieses Lied löschen. Ich gebe euch mein Wort. Dieser TikToker, der gerade auf TikTok sagt, TikToker lecken mein Eier. Dieses Lied wird weggehen oder dieser Typ wird weggehen? Ja, bei ihnen gibt es nur diese zwei Optionen. Das Lied geht weg. Ja, oder der Typ geht weg, Digga. Ich weiß genau. Mafia-Clan-Boss von ganz Europa an alle, die das noch nicht verstehen, Digga. Ihr müsst echt langsam verstehen. Was der sagt, ist echt ein Mensch. Sein Spaß Mann, sein Wort ist Macht. Wirklich. Einer von den passiert. 100%. Zitat Ende. Alle sind Mafia-Clan-Boss. Doch Flaschen drin im Arschloch. Viele wünschen sich, dass ich falle. Aber Alhamdulillah, ich hab Brüder. Ich hab keine Supporter, ich hab Brüder und Freunde, die mich unterstützen, weil ich sehe in vielen Kommentaren, wie Menschen, die mich wirklich sehr lieben, die Leute angreifen und sagen, Arrogante, seine Schuhe auf deinen Kopf, Arrogante auf die Eins. Und das sind nicht meine Hater, das sind meine... Aber muss sagen, Digga, Arrogante ist echt einer der krassesten, ehrlich, der ist so durch. Meine Brüder, ja, Hauptbezitat zu Ende. Das. Und ich werde mein Leben lang auf TikTok bleiben. Egal, ob ich mit Robert De Niro bald den Film drehe. Digga, was ist das für ein Ziel aber? Ja, das ist ein gutes Ziel, Digga. Ja? Immer auf TikTok zu bleiben. Ja. Sag ich jetzt wieder Atman. Krass. Oder mit, egal was ich mache, in mein Grab, wenn ich sterbe, Allah Yerhamak, TikTok-Sportlich schreibe ich. Nein, bitte hör mal, was das Digga, verständliches Ziel im Leben, sag ich euch ehrlich. Wenn er stirbt, schreibt er auf sein Grab TikTok-Sportlich. TikTok-Sportlich, Digga, das hält dich. Das doch mal an. Ich schreibe mein Grab TikTok. Ist doch nicht verboten, Bruder. Das müssen deine Kinder entscheiden, nicht du. Sag, was sind deine Kinder, Herr Salome? Deine Kinder begraben dich. Sag, was sind meine Kinder begraben mich? Meine Tochter ist noch 3 Jahre alt. Lass die erstmal aufwächst. Warum? Deine Frau ist okay. Der ist echt krass, Digga. Der ist so durch. Einer der durchsten. Wenn der stirbt, will er auf jeden Fall, dass auf seinem Grab steht TikTok-Sportlich. TikTok-Sportlich. Ich kann das nicht mehr mit diesen Leuten, ehrlich. Ja, die sind doch alle heftig, Mann. Ja, die sind echt die heftigen, Digga. Kriegen sie da Krähen, Digga.